So Leute, was ganz Fettes mal. 7 mm Wandstärke. Der Andreas sagte schon, mein Gott, nochmal fettes Zeugs hier. Soll auch mal sein. 10 mm Platte, 7 mm Wandstärke Rohr. Ja? Und da schweiße ich jetzt mal, weil wir die Position noch überhaupt gar nicht dabei hatten, das Ganze in der PD-Position. Also, ich drehe jetzt mich mal dahin, zu dir. Und dann schweiße ich die PD hier rein, so den Draht da reingelegt, natürlich dann genau andersrum, wenn ich das jetzt hier mache. Und dann, ja, schön den Draht einfach in der Ecke angelegt. Ich habe den so ein bisschen gebogen, sonst seht ihr gar nichts. Also das war jetzt, wir haben das gerade eben ausprobiert, wie müssen wir die Kamera mit dem Filter davor stellen, damit wir überhaupt, ihr überhaupt was seht. Ja, habe ich den Draht mir so ein bisschen gebogen, macht man normalerweise eigentlich nicht. Aber dann kann ich die Hand so ein bisschen weiter hinten rumlegen und dann können da wenigstens ein bisschen was sehen. Ja? Okay, dann würde ich mal sagen, spann es ein. PD ist horizontal über Kopf. Ein bisschen drehen. So ist gut. Schirm habe ich schon auf. Brennerposition genau so, den Draht so. Schirm zu. Ja, und dann kann ich starten. So Leute, dann zünde ich. Schmelzendes Material auf. 180 Ampere ist viel, aber die muss ich haben. Jetzt pendel ich wieder so ein bisschen hier hin und her. Gehe noch mal ein bisschen für euch weiter weg mit dem Schirm. Und mit der Hand wird jetzt ein bisschen freier, damit ihr ein bisschen besser sehen könnt. Ich will hoffen, dass ihr jetzt da so in diesen engen Spalter reingucken könnt. Ja, jetzt wird es schon enger hier, weil ich den eigentlich mit dem Brenner die ganze Zeit den Winkel hier mitgehen muss. Ja, aber ich lasse jetzt mal einfach so und bis zu dieser Heftstelle und stopp dann jetzt. Ja. Ich zünde jetzt wieder. Den Ansatz schweiße ich jetzt und den Draht wieder dazu. Und ich schweiße jetzt nur noch ein kleines Stückchen, weil die Kamera sonst nicht mehr aufnehmen. Ja? Stoppen, absenken, fertig. So, jetzt ist die Wurzel drin, Leute. Jetzt schweiße ich natürlich wieder die Decklage. Dazu muss ich ein bisschen weniger Strom nehmen. Mal eben auf den Zettel da gucken, habe ich hier vor mir liegen. Da. Das sind dann 170 Ampere, 10 Ampere weniger. So. Jetzt habe ich so ein bisschen dicken Knubbel hier vorne dran. Aber das ist jetzt nicht anders möglich, da kriegen wir schon hin. So, jetzt wieder so weit wie möglich die Hand rüber. Ich will hoffen, dass es so funktioniert, dass ihr was seht. Und jetzt schweiße ich mehr unten die Naht hin, zünde, gebe den Draht dazu. So dass ich die erste Naht fast komplett überschweiße. Das ist so ein bisschen oben noch zu sehen. Ich will hoffen, dass ihr es jetzt seht. Ich tue die Hand noch mal ein bisschen weiter zurück. So ist ein bisschen Hampelei, muss ich ganz ehrlich sagen, aber geht. Jetzt sehe ich auch nichts mehr. Ich kann nur ein kleines Stückchen jetzt schweißen. So, ich senke jetzt ab, ziehe den Draht ein Stückchen zurück, senke ab. So, das wäre die untere Naht von der Decklage. Bürste da nochmal drüber, dass es blank ist und dann nochmal 10 Ampere runter. Ich kann nicht mit diesen 180 oder 170 Ampere weiterschweißen, funktioniert nicht, weil ich dann nur noch einmal einen Kern habe. Der nichtrostende Stahl leitet ja viel weniger die Wärme als normaler Stahl und dementsprechend läuft mir das Schmelzbad sonst weg. So, jetzt fange ich wieder hier hinten an. Ich glaube, das können wir wohl so hinkriegen. Und jetzt den Brenner ziemlich senkrecht gehalten und dann hier oben nochmal eine Strichraupe reingesetzt. Aufschmelzen, gehe mit der Hand jetzt wieder weg, damit ihr ja seht und jetzt geht's vorwärts. Gut. So. Ja, das ist jetzt eine Position, wo es recht schwierig war mit der Kameraführung. Aber Leute, ich glaube, ihr habt es gesehen, wie es funktioniert, wieder abgesenkt. Schutzgas nachströmen lassen und dann ist es fertig. So Leute, ich habe das schon ein bisschen blank gebürstet, den Brenner schon weggepackt und jetzt erkläre ich euch das nochmal, wie das auszusehen hat, wenn man so eine Kehlnaht PD schweißt. Wurzel kann man hier so ein bisschen erkennen. Ich lehne das mal so ein bisschen hier so an, damit ich nicht so wackel. Drehe es noch ein bisschen, da ist das Stückchen der Wurzel zu sehen. Dann habe ich unten die Naht, die erste von der Decklage. Die ist nur vielleicht noch ein Viertel vielleicht zu sehen. Und dann so richtig schön anbindend, richtig schön rund liegt die auch da drin, ja. Dann die zweite von der Decklage. Ja, keine Einbrandkerben oben zu sehen.
Und dieses Bürsten ging so leicht, so einfach. Einmal drüber gebürstet und schon war es blank. Ich müsste hier natürlich auch noch blank machen. Wie gesagt, es muss ganz blank sein. Dann habt ihr die Rostbeständigkeit. Dann nicht mit irgendwelchen Pflegemitteln da drauf. Erst der Sauerstoff aus der Luft, der sorgt dafür, dass sich wieder eine Passivschicht bildet. Und diese Passivschicht brauchen wir, ja, um diese Rostbeständigkeit zu haben. Wenn er jetzt da mit Pflegemitteln drauf geht direkt oder Klarlack oder sowas drüber sprühen würdet, wäre keine Passivschicht da und der Klarlack hat eben eine kleine Macke und es fängt sofort an zu rosten. Ja? Also ganz, ganz wichtig, dass dem nicht rostenden Stahl Zeit gelassen wird, dass der Sauerstoff drankommen kann, um dann eine Passivschicht, ja, sagen wir mal, bilden zu können. Okay, tschüss.